Moin Leute, es geht ans Holz. Schaufel habe ich drin gemacht. Nicht wundern, ich habe die Bolzen zu Hause vergessen, aber so wird das wohl auch gehen. Ich habe hier noch ein kleines Ende liegen und dann fahren wir da hinten hin. Da liegt der Rest, da zeige ich euch dann gleich mal. Das ist der Rest vom Schützenfest. Ich werde jetzt erstmal hier in der Kante ein bisschen wegmachen, dass ich hier besser zum Hänger hochkomme. Weil, wenn man sich das hier mal so nach Flucht anguckt, das ist doof. Da müssen wir immer über die Kante drüber fahren. Ich komme das ein bisschen weg und dann hole ich von da hinten den Rest. Hier sind noch so ein paar knöcherne Dinger. Da auch. Die waren mit der Hand nicht gut klein zu kriegen. Meine, hätte ich vielleicht hingekriegt, aber man muss sich das Leben ja nicht schwerer machen, als es ist. Außerdem brauche ich ja noch ein bisschen was für den Spalter zum Üben bzw. zum Ausprobieren, ob er vernünftig läuft. Dafür kann ich diese Stücken wunderbar nutzen. Ich muss mal gucken, vielleicht kriege ich heute noch eine kleine Wippsäge, dass wir den ganzen Mist auch noch klein machen können. Ich hoffe, ich kann es aber nicht versprechen. Ja, deswegen erstmal den ganzen Scheiß auf länger und das von da hinten. Oh, läuft ja super. Der erste Bastelbolzen schon weg. Kann ich den auch noch suchen. Vielleicht hier mit zwischen. Ich guck mal, ich finde den schon. Da ist er. Ist der solche Rutsch oder? Nee, keine Ahnung, den nicht. So hängt da. Ach, wird schon schief gehen. Ihr seht, das sind drei Schaufeln und der Hänger füllt sich schon. Wenn ich mal gucke, was da noch alles liegt, also ich glaube, dass da hinten was über die Wippsäge gehen soll. Ich hätte es eigentlich am liebsten als erstes gemacht. Der Stapel weg ist, aber ist auch nicht schlimm. Ich glaube, hier liegt genug und da hinten ist der Hänger eh voll. Ich muss nächste Woche noch mal fahren. Dann kann ich das da hinten zur Not auch nächste Woche machen. Muss ich nur einen schönen Tag finden. Ich denke, das lässt sich regeln. Mich würde mal interessieren, wie viel in so eine kleine K2-Schaufel reinpasst. Was hat einer von euch? Das ist eine ganz normale Bars-Schaufel. Wie viel Volumen hat die? Da habe ich irgendwie keine Zahl zu. Nur so als groben Anhaltspunkt. Dann könnte ich nämlich besser abschätzen, wie viel Schaufeln hier drauf gehen. Ich meine, wenn wir bis zu der Kante, bin mir gerade nicht ganz sicher, ich glaube ein bisschen tiefer als die Kante, wenn wir bis dahin aufgefüllt haben, haben wir schon mal 5 Meter. Ich meine, insgesamt geholt habe ich am Stamm 7 Meter, roundabout. Ich meine, das würde, die 7 Meter würden da drauf passen. Jetzt in gehackter Form geschüttet ist es natürlich vom Volumen deutlich mehr und deswegen wird es, denke ich mal, auf mindestens 2 Hänger hinauslaufen. Ja, einen dritten glaube ich nicht.
Aber zwei Fuder werde ich wohl fahren. Eins machen wir auf jeden Fall heute. Und dann gucken wir mal. Wenn das zweite werde ich nicht schaffen, ich muss das dann noch alles stapeln. Morgen soll es regnen. Übermorgen ist schon Sonntag. Das heißt, wir gucken mal, wie viel es drauf geht. Und vielleicht können wir das nachher schon mal sägen. Aber ob das klappt, müsst ihr einfach weiter gucken. Und dann seht ihr auch, ob ich die Wippsäge heute noch kriege. Irgendwo hier auf dem Wege liegen. Ach ja, da ist er. Ich glaube, da muss ich ein bisschen weiter umbiegen. Und dann kann er nicht mal durchrutschen. Von da oben kommt er nicht raus. Der rutscht, wenn, nach unten durch. So, jetzt kann er hier auf jeden Fall nicht mehr durch. Ist doch gleich viel schöner. Guck mal, was da gekommen ist. Meine ist jetzt nicht die größte Kreissäge, aber dafür wird schon reichen. Die wird schon ihren Zweck erfüllen. Richtig gut. Ich hole jetzt das Rest des Holz von da hinten und dann lege ich hier mal ein bisschen Strom rüber. Und dann gucken wir mal, ob wir den Haufen klein kriegen. So, guckt mal. Versuchsaufbau steht. Hier geht es gleich in eine Schaufel rein. Und ich nur rübernehmen. Gucken wir mal, was das kleine Ding so schafft, wa? Ich stelle euch hier hin, dass ihr ordentlich was mitkriegt und dann legen wir einfach mal los.
Haufen weg, alles über die Segel geschoben. Man ist jetzt nicht die größte, wirklich nicht, aber dafür ging es eigentlich ganz gut. Klar, größer geht immer, aber für so ein bisschen Hausgebrauch, also 50 Meter würde ich damit jetzt auch nicht sägen wollen, aber so ein paar Enden eben, das ging gut, so für den Hausgebrauch, das passt schon. Vor allem, weil ich habe es mir ausgeliehen und das kostenlos, von daher Top-Gerät, kann ich nichts sagen. Motor könnte ein bisschen mehr Leistung haben, der hat 1600 Watt. Also wenn der etwa 2.500, 3.000 Watt hätte, wäre schon schöner. Naja, der Haufen ist weg. Ich mache jetzt den Anhänger noch voll und dann gucken wir mal, was wir insgesamt geschafft haben. Strahler sei Dank sehen wir uns noch. Leider doch ein bisschen länger gebraucht, als ich dachte. Ich wollte euch eigentlich noch ein paar schöne Treckeraufnahmen zeigen. Aber wenn ihr jetzt einfach mal ganz fleißig abonniert, dann seht ihr die nämlich auch in einem der nächsten Videos. Deswegen fleißig Abo-Knopf drücken, vielleicht mal einen Daumen da lassen und dann macht's gut. Ciao.